Ah, oh, ich brauche zum Buddeln Schaufel. Kannst du mit der Hand machen. Aber du hast doch eine Zelle gerade genommen. Auch nicht mehr im Rucksack. Guck mal, so kann ich auch schnell zurückrufen. Das ist ja mal cool. Nimm doch die Zwille einfach, Mann. Was gibt's denn zumindest zurück? Hier können wir Wasser sammeln. Also jetzt bin ich überfordert gerade. Ich habe schon wieder Hunger. Habe ich so zu essen? Braucht man irgendwie einen Stein oder so? Verstehe nicht. Er hat die Zwille aufgehoben. Und warum haben wir die jetzt im Rucksack? Papa gemacht hat, ist kaputt. Aber ich möchte es nochmal versuchen. Macht nichts, wir werden es wieder reparieren. Schieß mich jetzt nicht ab. Ich kann es jederzeit wieder versuchen. Auf jeden Fall mutiger sein. Okay. Dann auf geht's. Da, ist gut gemacht. Jetzt gucken wir, was wir hier noch anstellen können. Eigentlich nichts mehr, ne? Zwischen Draht. Ich glaube, ich habe gerade was im Fernseher gehört. Hm? Oh, was ist es? Schau schnell nach, ob es Evakuierungsnachrichten sind, gibt. Aber ich habe gerade etwas gehört, als ich reinkam. Ich werde es mal einstellen und sehen. Ach, es geht nicht. Alle Kanäle sind voller Schneeflocken. Kann es sein, dass der Fernseher kaputt ist? Ich schau mal. Wie sieht es aus, Mama? Oh nein, er ist wirklich kaputt. Schau hier, diese Platine ist durchgebrannt. Platine. Mir fällt etwas ein. Onkel könnte eine haben. Onkel? Okay. Ja, stimmt. Onkels Fernseher ist dasselbe Modell wie unsers. Aber wir können einfach zu ihm gehen und dort fernsehen, oder? Ja, aber ich denke, auch bei ihm könnten wir nicht schauen, weil... Warum nicht? Nun ja, weil ich beim letzten Mal in Onkels Haus mit der Steinschleuder gespielt habe, aus Versehen. Verstehe. Aber wir sollten trotzdem... John und die anderen besuchen, um zu sehen, ob sie sich in einer anderen Evakuierungsgruppe angeschlossen haben. Wenn sie noch da sind, können wir vielleicht gemeinsam eine Lösung finden. Mama hat recht. Mhm. Ziggy, ich wünsche dir eine angenehme Schicht. Lass dich nicht ärgern. Wir hören uns, ne? Hau rein. Ja, Leute, ist die Stunde jetzt schon fast rum, ne? Doch, es ging ja flott. 14 Uhr, wir gehen nochmal raus.
Hier gehen wir auf die Weltkarte. Pass gut auf das Fahrzeug auf. Wenn die Haltbarkeit 0 erreicht, wird das Fahrzeug weniger. Hä? Was? Laufen. Oh, okay. Zeit kostet 2 Stunden. Alarm! Oh, Junge hat schon wieder Hunger. Alarm! Hey, Xai, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Der will nur futtern. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Jetzt habe ich die Bücher noch nicht mal geguckt, ne? Guck mal, hier, Falle kann weg. Ist auch witzig, dass ich die Steinschleuder tragen muss, aber er nutzt die. Talschrott brauchen wir ja nur hier. Samen, ha. Egal, gucken wir gleich mal. Na Junge, komm mit. Auch schön, dass wir hier den Kühlschrank offen lassen, ne? Ach, den Kühlschrank, die Haustür hinten offen lassen. Egal. So, und jetzt gibt Gummi. Aber wir können mit dem Auto fahren, ne? Es war so klar, dass wir jetzt die Metallsachen brauchen. Scheiße, ich habe alles aus der Kiste rausgenommen. Also alles, was ging. Okay. Also ich muss 10 zusammen haben, sonst geht das nicht. Zusätzlich, okay. Also ich muss das nur tragen, dann geht das. Anscheinend. Nimmt ja ordentlich Platz weg, ne? Also Autofahren wird nix. Zwei Stunden? Boah, das ist ja fast 18 Uhr, ne? Können wir ja fast nichts mehr looten. Weit ist das weg? Eine Stunde. Gehen wir dahin. Kommst an den Vorortfeld, weil du dich überall was juckst. Vorbei. Du musst anhalten und eine Weile ausruhen. Oh nein. Gibt's auch noch solche komischen Dinger hier. Nein, nur wenn wir Glück haben. Heute noch alles okay? Oha. Entweder, manchmal denke ich, ich verlese mich, ist ja nicht so, dass es, ne? Nie passiert. Aber es wirft mich dann so komplett aus der Bahn, wenn da so Schreibfehler drin sind. Oh, heute Xai? Also, hier Schrottwichteln? Oder morgen? Das hört sich gut an, Xai. So ein Wecker brauche ich auch. Bin gleich soweit. Wobei, wir werden das jetzt nochmal eben hier schnell durchziehen, weil die Zeit ist gleich rum. Wir müssen switchen. Jetzt schaffen wir das mit den Games heute gar nicht. Morgen, okay, nice. Wir waren jetzt Samstag unterwegs. Ich habe aber durchgeguckt, ich kann kein Foto posten. Da sind überall, ne, die Arbeitskollegen drauf. Die dann vorher zu fragen, nee.
jeden Fall öffentlich machen hier. Sehr gut. Ist der Schrottwichtel Xai oder? Aber wir machen immer Schrottwichtel, also den Schrott, ne? Weiter verschenken. Und kriegst ja wieder neuen Schrott. Ich hatte aber dieses Jahr zwei Kerzen, die nach Zimt riechen. Hier sind die Hauptstandorte. Okay. Kommst du? Endlich mal ein bisschen Action hier. Cody bleibt schön da. Das sind Überlebende. In die Fresse. Aua. Oh, Sprit, danke. Mama, du blutest. Schon wieder. Aber soll ich mal aussuchen? Mach dir keine Sorgen, Alter. Das ist viel Blut, es ist nichts, Cody, nur ein Kratzer. Scheiße, scheiße, scheiße. Tut es weh, Mama? Natürlich nicht. Da, komm mit. Du sollst stehen bleiben. Die haben ihn umgebracht. Cody? Gut, dass wir nicht schlagen können. Scheiße. Voll verdrückt. Ey, du Hampelmann. Alter! Der hält was aus. Mir geht's nicht gut. Hi ho, Vespo, Vespo hi. Hallo, Timo, was geht? Einen schönen guten Abend. Schrotthaufen. Also mit dem lege ich mich jetzt nicht mehr an. Oh, elektrischer Draht, der war wichtig. Auto könnten wir noch, aber das ist zu nah dran. Da will ich nicht hin. Angeln könnten wir. Aber hätten Kobi sich hier verstecken lassen können. Komm mit. Aber höre ich hier unten Schritte? Feuerstelle. Oh, guck mal, da sieht man sogar die Fische. Komm, wir gehen. Ja, das war jetzt halt nicht so glücklich, ne? Okay, Timo. Hauptsache ein bisschen gezockt, ne? Wie war dein Tag, Timo? Was denkst du? Mit WTF?